Dann darfst du reden. Ich werde da hundertprozentig nicht Erster. Hundertprozentig. Auf dieser Strecke braucht man mindestens 10 Runden, um vom Letzten zum Ersten zu werden. Siehst du, das ist dein Problem, deine Einstellung, weißt du? Du wirst gleich sehen. Obwohl, wenn du in der ersten Kurve direkt so viele wie möglich wegräumst, dann kannst du gar nicht gehen. Ich habe noch nie einen weggeräumt, ich weiß gar nicht, was du redest. Weil ich wette mit dir, mir wurscht, um was wir wetten, aber ich wette mit dir, die erste Kurve machst du einen Unfall. Ich bin Erster, ich habe keinen Grund zum Unfall machen. Du bist Erster? Natürlich. Trotzdem verkackst du die erste Kurve. Zeig es dir. Ich bin Fünfter, wie geil ist das denn? Dein Kabel ist zu kurz. Hahaha. Ist so. Ja, ich weiß. Das Kopfhörerkabel. Also wenn ich als Fünfter starte, dann geht das sogar. Was? Ja, aber du hast abgekürzt. Okay. Wo habe ich denn da abgekürzt? Was? Hört auf, mich zu schieben! Alter, die Strecke hat zu viel Rand. Alter, wie die mich geschoben haben! Oh mein Gott! Das können die doch nicht machen. Wer macht denn sowas? Der Witz ist scheiße. Ist er das? Ja. Warum finde ich ihn dann lustig? Na scheiße, ist ja. Ja, genau. Ich kenne das Problem. Also, wie kann es sein, dass du noch Erster bist? Keine Fehler auf Monaco in der ersten Runde. Ja, genau. Achso, du kürzt ab, wo es nur geht. Nee, das war das erste. Ach, das war dein Flügel. Über den bin ich gerade drüber gefahren. Gemeint von dir. Das heißt, jetzt kommt die wahre Challenge, ne? Ohne Flügel gewinnen. Was? Das war keine Abkürzung, das war der Weg, der normale. Nee. Checkt man bei dem Spiel einfach nicht, wo da der Weg ist und wo da abkürzen ist. Nein, lieber nein! Oh mein Gott, nein! Jetzt nur gegen die Wand. Ach, zu wenig gebremst hab. Verdammt. Sowas. Ich weiß. Halt die Klappe. Ich weiß schon, warum ich Monaco nicht mag. Monaco ist eine der Strecken, die ich nicht hingekriegt habe. Ist doch schön. Valencia und. Das ist mit dem Abkürzen. Das mit Abkürzen, obwohl man nicht abkürzt, das ist ein bisschen nervig. Also sonst ist die Strecke doch ganz okay. Du kürzt ab, wenn du abkürzt. Hört ihr auf da hinten? Alter, wenn der Drache hier Erste wird und ich nicht. Alter, ich flippe aus. Dann rastet der N16 aus. Ja. Aber wo soll die KI denn hier überholen können? Das ist die andere Frage. Am besten du gar musst, nicht. Ja, du musst dich drehen, dann kann sich die KI überholen. Das ja, ist das Einzige. Ich nicht vor. Wann sollte ich das machen? Weiß es nicht. Weil du es so wünschst. Schau, ich komme an keinem vorbei. Geht nicht. Ich habe den ersten Platz verschenkt, als ich gegen die Mauer gefahren bin in der Bahnhalle. Schau, so. Fuck, bremsen die früh, leck mich doch am Arsch! Ja, dann setzt ihr doch gute Laune, so will ich das hören. Ja, wenn die. Ist ja lächerlich! Die haben so früh angefangen zu bremsen! Bist du weggekommen? Fucking Bremsstau, echt, hey. Guck mal, Ferrari wollt mich überholen. Guck dir das an, wenn so viele Autos da sind. So. Die bremsen so früh! Und du kommst einfach nicht vorbei, weil. Geh weg, Ferrari. Das ist mein Platz. Ferrari wollte mir schon wieder meinen Platz klauen. Ich muss hier die ganze Zeit nicht gegen den Ferrari werden. Nee, ihr bleibt schön da hinten. Fucking letzte Runde. Das könnt ihr mir nicht antun. Nicht? Das könnt ihr mir nicht antun, ihr müsst doch den Drachenburschen überholen. Mhm. Das könnt ihr mir nicht antun. Ja, lang. Nein, bleib da hinten, Rosberg. Bleib da hinten, Rosberg. Mach keinen Kack, Rosberg. Ich hab die Kollision nicht verschuldet. Alter, der ist jetzt voll in mich reingefahren. Also da war ich jetzt wirklich nicht schuld. Hast du gesehen? Ich hab gebremst und der ist voll geradeaus weiter in mich reingefahren. Ich hab's gesehen, du hast zu früh gebremst. Nö. Der hat eher meine roten Lichter gesehen, da darf er nicht so nah auffahren, weißt du? Es gibt keine roten Lichter, wenn du bremst. Nee. Aber die haben doch so rote Lichter hinten. Das ist nur für, wenn es regnet, dann blinken die. Ah. Ja, ich lerne ja richtig. Alter, wo? Ja genau. Du bist auch so ein. Du bist auch so ein witziger Kerl. Nein, es kriegt auch noch Strafe. So ein witziger Kerl. Alles wegen dem Len 16. Alter! Du bist so ein witziger Kerl, was soll der Scheiß? Ich hab keinen Flügel mehr, ich kann nicht mehr bremsen. Nein, ich bin disqualifiziert, was ist denn das? Das ist doch scheiße!
Das ist doch echt scheiße. Ich kann nicht mehr lenken, ich kann nicht mehr. Ich hab einen Platten! Du Wichser! Ich hab einen Platten rechts vorne! Das ist so unfair. Guck dir den Scheiß an! Das ist so kacke! Guck dir das an, ich hab einen Platten rechts vorne! Das ist doch kacke! Guck dir das an, ich hab einen Platten rechts vorne! Nur weil der Lenz 16 in mich reingefahren ist. Ja, du bist von hinten gekommen, nämlich genau in dieser Kurve. Ich hätte sie normal bekommen, dann bist du irgendwie reingefahren. Deswegen hat es mich dann in die rübergehauen. Sonst wäre ich locker Erster geworden, ja? Du bist sie nicht normal gefahren, weil sonst wärst du nicht in mich reingefahren. Doch, du bist ja von hinten an mir vorbeigefahren. Deswegen konnte ich nicht mehr richtig lenken. Ich war rechts von dir und die Kurve war nach links. Die Kurve war, ja. Weil ich konnte ja nicht mehr nach rechts fahren, weil du da warst. Also konnte ich die Kurve nicht normal nehmen, oder? Ey, ohne Witz, ich wäre Erster geworden. Solltest du das rechts nicht aufmachen? Lenz 16 hat mir gerade eben den Sieg geklaut. Habt ihr das gesehen? Habt ihr es gesehen? Nein. Schwachsinn. Doch, eindeutig. Pass mal auf, ich will mein Kabel haben. Ja, ist ja nicht meine Schuld, dass dein Kabel zu kurz ist. Drück Start. Ich komme die ganze Zeit an mein Mikro. Ja, das solltest du wieder. Muss ich es wieder richten. Das ist laut. Das ist scheiße. Das war doof. Ja, was fahr ich denn? Also ich bin dafür, dass wir nochmal Monaco fahren irgendwann. Monaco war super. Ich wäre fast Erster geworden, wenn Lenz 16 mich nicht daran gehindert hätte. Daran gehindert ist gut. Daran gehindert. Es war eindeutig die Schuld so, von Spanien, Monaco, jetzt kommt der Grand Prix, der große Preis von Kanada, Circuit Gilles Villeneuve, gewidmet dem Fahrer Gilles Villeneuve, der leider verunglückt ist, sagen wir es so. Zu spät A gedrückt hat. Wer? Du. Wieso? Weil du gewartet hast. Worauf denn? Weiß ich nicht. Wieso habe ich zu spät A gedrückt? Weil du hättest schneller drücken können. Wow. Ja. Oh mein Gott! Ja, hier wäre echt cool, wenn immer so Fakten eingeblendet werden würden zur Formel 1. So. Oder irgendwelche coolen Zitate wie bei Rome Total War. Aber das. Da gibt es wahrscheinlich keine, außer ich bin Erster geworden. Drachenbursche gewinnt immer. Ja, Monaco hätte er fast gewonnen. Fast, ihr habt's gesehen. So, wen hast du? Ich bin auf Platz 7. Ein Erster. Nein, bin ich nicht. Unverdient. Das ist eine Lüge. Ich bin Erster. Kanada ist eine sehr schöne Strecke, muss ich sagen. Ja, sehr schnell. Du hast keine Ahnung von schönen Strecken. Monaco war schön. Monaco ist eine super schöne Strecke, aber man muss sie halt können. Ja, ich hab sie gekonnt, bis du mir die Kurve genommen hast. Ja, ja. Jeder gute Fahrer hätte die Kurve... Alter Schwede, Junge! Ja, alter Schwede, Erster. Erster Schwede. Nein, ich nicht schon wieder Strafe. Ja doch, dafür, was du da machst. Alter, jetzt schon 10 Sekunden, ihr wollt mich doch verarschen. Alter, Alonso, bremse mal gescheiter. Jetzt schon 10 Sekunden, ihr wollt mich doch. Jetzt ist mal ein links rechts und beide Mal ein Auto weggeschoben. Ja, die sind mir hier reingefahren. Einmal einen weggeschoben, kriegt dafür gleich eine Zeitstrafe. Das ist schon wieder. Der Lenz hat schon wieder die Schiedsrichter betrogen hier. Ja, 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 ja. Es ist so, es ist eindeutig so. Ich würde ja gerne sagen, dass es anders ist, aber es ist leider nicht anders. Hey, du bist ein schlechter Verlierer. Also ich bin ein guter Gewinner. Ja, warum gewinnst du denn nie? Ja, weil, die hast du doch im letzten Rennen gesehen, weil dann wieder sowas von dir kommt, weißt du? Da kann ich gar nicht gewinnen. Wenn da wieder so eine Aktion von der 16 kommt, wo ich nicht mit rechne, wo er einfach hinten einfach geradeaus weiterfährt und dann in mich reinfährt, wo ich gerade schön bremse. Ich hätte sogar nach links gehen müssen, wenn ich die Kurve gescheit gemacht hätte. Du hättest mich abgeschossen. Du musst da einsehen, dass du da schon verloren hast, den Platz. Denn 16 hat sich wieder abgeschossen, das kennen wir ja. Es war eindeutig dein Fehler, es war deine Fehler. Ich war vor dir, also war es dein Fehler, wenn du da mich überholst. Das ist eindeutig dein Fehler. Ich war vor dir in dem Moment. Kann es gar nicht vor mir gewesen sein. Das ist, ja, weil du irgendwie komisch gefahren bist. Ich bin die Ideallinie gefahren. Du bist komisch gefahren. Ich bin die Ideallinie gefahren. Du bist komisch gefahren. Ich bin die Ideallinie. Bleib da hinten, Hamilton. Alter! Hamilton, hör auf in der Scheiße. Danke. Du Wichser. Oh nein! Gott. Oh mein Gott! Da habe ich alles gegeben. Oh mein Gott! 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 Ja. Warum machst du so Scheiße, echt? Der hat angefangen. Hast du jetzt eigentlich schon mal ein Rennen zu Ende gefahren? Ja, ich glaube nicht. Aber das letzte hätte ich fast zu Ende gefahren, mit du mich nicht. Ne? Das lag nicht an mir, das letzte. Das ist eindeutig nicht meine Schuld gewesen. Ach, es war eindeutig deine Schuld. Lege. Ja, wir holen auf da hinten. Bleib gefälligst da hinten, wo ihr hingehört. Mein Auto hört sich scheiße an. Wieso das denn? Weil Penis.
Das ist in der Tat die richtige Antwort. Sie haben gewonnen und zwar so viele Waschmaschinen, wie sie fangen können. Mal sehen, ob es dich irgendwann in diesem Rennen nochmal in die Wall of Champions kracht. Wall of what? Wall of Champions. Das ist die Wand da rechts. Wo du jetzt beinahe reingefahren wärst. Verdammt! Jetzt guck ich auf deinen scheiß Bildschirm und verliere. Ja genau, schieb mich halt, du Bastard! Schieb mich halt! Also auf Amateur, die können überhaupt nicht Auto fahren. Wahnsinn. Ist ja gut aufgehoben da. Ich kann Auto fahren. Ach ja? Ja. Nein! Oh Mann. Ich will den Rosberg noch kriegen. Guck ich einmal auf deinen scheiß Bildschirm, dann mache ich so einen Bullcrap, echt, ey. Das geht doch nicht. So eine Bullenkrabbe. Ja, genau, das war das, was ich meinte. Eine Bullenkrabbe, ne? Ist nicht bei uns heimisch, habe ich gehört. Nicht in unseren heimischen scheiße, Gewässern zu finden. Ich bin nur Zweiter. Das ja, ist nur scheiße, wegen dir. Bam! Alter, warum? Du hättest das Rennen beenden können. Ja, wow. Er ist kaputt. Ja, du bist disqualifiziert. Ja, aber er ist kaputt. Ziel erreicht. Ich habe sogar zwei geschraubt, oder? Da steht noch einer. Der fährt nämlich auch nicht mehr. Warum fährt der nicht mehr? Du bist... Wow. Schau mal, ob ich ein oder zwei rausgehauen habe. Jawoll! Jawoll! Oh mein Gott. Richtig gut. Ja, fortsetzen. Weiter geht's. Das war ein kurzes Rennen, oder? Ja, es ist eine schnelle Runde. Aber schön, dass du an dem Spiel so viel Spaß hast wie ich. Ja, Wahnsinn. Es ist gerade mal 1 Minute 20 oder so, die Durchschnittsrunde. Ja. Circa 1 Minute 20 irgendetwas. Also schnelle Runden. Kennst du das, wenn dir so richtig der Hintern wehtut? Ja. Ich saß auch mal sehr lange auf diesem Stuhl. Alter, ey. Was hast du für Stühle? Ja, wir können auch Pause machen. Nee. Wir können keine Pausen. Pausen sind was für Verlierer. Mittagspause ist für Loser, das wusste schon mein Chef. Okay. Ja, wusste er wirklich. Hat er wirklich geschrieben. So, das ist toll. Ja, in der Tat. Ich fahre weiterhin mit Max Chilton. Ja. Der schlechteste Fahrer eindeutig. Len ist schon wieder gechillt heute. Ich nehme den Vettel. Na. Ich vettel dich weg. Monaco, Kanada, Großbritannien, Silverstone Circuit. Oh, La Grande Bretagne. Eine sehr, sehr klassische Strecke. Der Klassiker. Wurde allerdings vor 4 Jahren umgebaut und hat jetzt eine andere Streckenführung und eine neue Startzielgerade. Beziehungsweise sie wurde an einen anderen Punkt verlegt. Die normale Startgerade ist noch im Rennen mit drin, aber als eine normale Gerade. Nicht mehr normal. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die Kurve heißt, direkt nach der Start und Ziel. Egal. Du bist Erster, das ist super toll. Ich bin Fünfter. Gibt es eigentlich auch, sind die Fahrer eigentlich unterschiedlich gut auch? Also ich meine es nicht nur von der KI her, sondern wenn du sie selber fährst. Gibt es da Unterschiede bei den Fahrern oder? Nee. Ja, dass die dann irgendwie langsamer reagieren oder sowas? Nee. Es ist einfach nur der Name, den du dann hast. Ja, das ist... Unterschiede liegen in den Autos. Das ist nicht so, dass du den Fahrer tunen kannst oder so. Nee. Das wäre geil. Das wäre ungeil. Das ist ein bisschen dopen oder so. Alter, was fährt denn die KI da für einen Schmarrn zusammen? Wahnsinn! Die fährt ja noch beschissener als du. Das heißt. Das heißt, ich bin Erster und du nicht. Nee. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist denn? Oh mein Gott. Verdammt. Du hast das schnellere Auto. Oh. Nein! Du Wichser! Nein, es hätte fast geklappt! Es hätte fast geklappt! Du kranker Wichser! Oh mein Gott! Du kranker Wichser! Nein, es hätte fast geklappt! Bist du verschärft? Oh mein Gott! Du wärst aber Schrott gewesen, oder? Ja! Verdammt! Dammig. Also das hätte ich dir nicht zugetraut. Also wirklich nicht. Ah, und das fällt von hinten auf. Mal sehen, vielleicht schaffst du es diesmal ins Ziel zu kommen. Na, ich hab schon 10 Sekunden, also ich glaube die Chancen stehen schlecht. Jawohl, wenn ich die Gegner nicht mehr einhole, dann... Da hast du auch nichts zum Abschießen, außer dich selber. Ja, das Problem ist, ich kann meinen Platz vorne kann ich immer einigermaßen verteidigen, aber wenn ich hinten bin, dann bin ich hinten und dann komme ich auch nicht mehr ran. Ja, und?
Das ist perfekte Zeit, um zu lernen. Ja, es ist langweilig. Boah, rutschig, ey. Was hat denn der für ein scheiß Auto, echt, ey? Dann ist mein Spoiler vorne auch schon. Spoiler, Flügel. Das ist ein Flügel. Ja, mein Engel. Jetzt war ich bestimmt nicht im Boxenstopp, wenn ich letzter bin. Ups, da geht's. Oh. Hätte mir jemand sagen können, dass es da weitergeht. Naja. Passiert. Was? Ach, Unverschämtheit. Hey, Mate, was mache ich denn? Ich schaue immer auf deinen verdammten Bildschirm. Mehr wieso dazwischen? Bist du jetzt draußen? Ja, verstehe ich auch nicht. Oh mein Gott. Es kann ja nichts damit zu tun haben, dass ich irgendwie leicht an der Seite abgekürzt habe. Aber irgendwann werde ich es noch schaffen, ein Rennen zu Ende zu fahren. Du wirst schon sehen, irgendwann. Mein Auto ist auch nur noch halb da. Das ist der Lenn 16. Aber ich hätte den Lenn 16 fast hätte ich ihn aus dem Rennen rausgehaut. Und es hätte mich nicht aus dem Rennen rausgehaut. Doch. Niemals. Doch. Nee. Doch. Einen darf man zerstören. Ja, genau. Als ob es so funktionieren würde. Natürlich. Ja, ja. Letztes Mal habe ich 4 oder so kaputt gefahren. Hat auch gezählt. Ah, das wäre schön gewesen. Einmal vorm Lenn 16 im Ziel. Danach wäre ich dann, hätte ich ganz vorsichtig wäre ich gefahren und wäre 22. geworden. Aber vorm Lenn 16. 21. Stimmt. Das ist sogar richtig, Jan. Ja, oh Gott, der Ferrari ist ja hinter mir. Der ist ja nah dran. Oh, er holt auf. Das kümmert mich einen Scheißdreck. Ich fahre das Rennen zu Ende. Ich gewinne diesen Grand Prix. Grand Prix. Diesen großen Preis. Großer Preis von Großbritannien. Ziemlich groß heute alles. Ja. Wir lernen wieder großspurig unterwegs. Ha. Nja. Um den Opa aus der Skype-Lachkette zu zitieren. Das ist super. Er ist so super, der Kerl. Wann hast denn du das gesehen? Ewigkeiten her. Aber neulich wieder? Nee, gar nicht mal. Aber das ist ungefähr sowas wie, was ist denn mit Carsten los? Das ist ungefähr. Das ist einfach so ein All-Time-Classic. Was ist denn mit Carsten los? Was ist denn mit Carsten los? Tja. Rüdiger, nicht ich glaube, er ist ein Zauberer. Hä? Er war Carsten. Oh mein Gott. Oder was geht Carsten am Freitagabend einkaufen? Ein Carsten Bier. Sehr witzig, sehr witzig. Ich lach mich kaputt. Ja, ich bin auch das Schöne. Sorry. Sorry an alle Leute, die dieses Video anschauen und Carsten heißen. Wenn ihr Carsten heißt und dieses Video schaut, schreibt es uns unbedingt in die Kommentare. Oh Mann, was mache ich? Die Bremsen habe ich auf neutral. Der neutrale Mist. Len. Len der Neutrale. Ja, Mann. Ich bin sehr neutral, ich gewinne immer. Ah, ich verstehe. Ja? Das Lensche Prinzip mal wieder. Ja, was ist oder die Lensche Regel. Was ist neutraler als nur der Sieger zu sein? Mhm. Das heißt, die anderen sind keine Gewinner. Ich verliere immer, weißt du, ich lasse die anderen gewinnen. Ich bin neutral. So, mal schauen. Immerhin hast du zwei. Alter. Die Briten habe ich rausgehauen auf ihrem eigenen Grand Prix. Das ist nicht gut für sie. Oder? Nee. Ich glaube nicht, dass es gut für sie ist. Ja, Firefox. Firefox? Trubel, Jubel, Trubel, Heiterkeit.